Lieben, es ist sonntags gegen 9. Das heißt, mein Video ist gerade rausgekommen. Aber für mich geht es heute mit meinem ganz großen Bruder, der schon fast 34 ist, nach Hamburg. Der hat dann nämlich morgen einen Termin und ich fahre mit. Nicht zum Termin an sich, aber nach Hamburg. Ja, wir sind da im Motel One, was ich sehr mag. Ich finde, Motel One sind immer einfach, aber sehr stylisch. Stylisch. Stil. Ich freue mich auf Hamburg. Ich liebe Hamburg. Ich war schon einige Male da. Und ich liebe Hamburg. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Und jo, wir starten jetzt in seinem Firmenwagen. Let's go. Peace out, kurze Moment. Zwischenmeldung. Wir sind jetzt auf so einer kleinen Raststätte nahe Berlin. Mein Bruder geht kurz aufs Klo. Und ich warte im Auto. Und dieser Angle hier ist natürlich super schön. Draußen sieht alles so schön aus und es ist so ein schöner Tag einfach. Und ich freue mich so auf Hamburg. Mal sehen, was wir dann noch machen. Liebe Menschen, haltet euch fest. Das ist unsere Aussicht. O to the M to the G. Die Alster. Und wir sind ganz oben hier. Leute, wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Es scheint die Sonne, das ist so schön. Und ich gucke immer von unten rein, weil es irgendwie peinlich ist, wenn man so floppt. Leute, guck mal. Ein Steinladen, wie riesig die alle sind. Das kostet 300 Euro. Nee, 400. Ich würde so gern mal in so ein Haus und gucken, wie es davon aussieht, aber ich glaube, es sind halt voll niedrige Decken. Aber es ist nicht schön, das kommt mir ein bisschen so vor wie Colmar. Look where we are. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt noch so bleibt, dass die Leute hier. Wir sind zurück. Fokussier mal. I mean. Hallo? Friggin' pissed. So, liebe Leute. Ich habe mich jetzt erstmal ganz warm geduscht, weil mir sehr kalt war. Und wir haben jetzt bei Fedora was ins Hotel bestellt, weil wir so faul sind. Und krank noch. Mein Bruder. Und ich genieße jetzt diese schöne Aussicht und dieses Kaminfeuer. Abendbrot im Bett. So wie sich das gehört. Ohne Besteck. So, wir gucken jetzt Boys. Und dann schlafen wir auch schon. Bis morgen. Morgen gehen wir hier schon frühstücken. Nehme ich euch mit. Und dann hat Martin ja seinen Termin um 11. Bis um 11 oder um 12 muss man ausgecheckt haben. Und ich gehe dann in die Stadt und schaue mir Sachen an, die ich mir eh nicht leisten kann. Mir ist klar, okay. Ich bin klingt nach einem Plan. Es ist um 7:30 morgens. Und wir konnten nicht mehr heute schlafen. Aber dafür haben wir nochmal die schöne Aussicht für uns. Ich kann dieses Bild einfach nicht einfach, wie schön das ist. Und jetzt ist auch noch überall Frost auf den Dächern. Beautiful morning in Hamburg. Martin geht jetzt zum Termin und ich gehe ein bisschen in die Stadt. Martin und ich sind jetzt was zum Mittagessen. In dieser Europapassage, wie es heißt. Und ja. Es gibt nichts. Wir fahren dann auch nach Hause. Damit wir pünktlich wieder da sind.
Look at this. So ihr Lieben, wir sind drauf und dran, das schöne Hamburg zu verlassen. Ich bin sehr traurig darüber. Es war schön, wir waren letztendlich 24 Stunden hier. Kommt mir irgendwie länger vor, aber es waren 24 Stunden. Und es war sehr schön. Und ich beende jetzt meinen Vlog hiermit. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss.